der beste Rat. Die Wahrheit braucht die wenigste Energie. Und das ist auf so vieles zurückzumünzen, weil es natürlich für mich als Unternehmerin so ist, meine Wahrheit, ja, wenn ich mich nicht verstellen muss oder ähnliches, aber auch die, die wir beraten zum Beispiel. Auch das ist was, wo man sagt, sei einfach du, wenn, da musst du dich nicht verstellen und wir helfen dir mit einem Color and Style Coaching natürlich, dass du sein kannst und dich nicht mehr verstellen musst. Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Wosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Je mehr du über dich weißt, desto erfüllter wird dein Leben sein. Glaubenssätze wie, wenn ich abgenommen habe, dann steht mir das, wieder einer dieser Fehlkäufe. Farina Spieß gründete 2018 die Lookademy mit dem Ziel, sich seiner eigenen Stilpersönlichkeit, Farben, Mode, Ausstrahlung und Präsenz bewusst zu werden. Mit diesem Wissen glänzt die Geschäftsführerin und Gründerin Farina unter anderem schon in einer ihrer Kooperationen mit Prada. Wie ihr die Idee dazu kam, wie sie sie umgesetzt hat und welchen Mehrwert sie mit ihrem Unternehmen geschaffen hat, das hören wir jetzt von ihr persönlich. Hi Farina. Hallo. Sehr, sehr cool. Farina, ich habe ja eben schon einen Zungenbrecher gehabt. Lookademy, wie Look at Me. Genau. Was steckt genau dahinter? Oder Lookademy. Genau, aber Look at Me ist tatsächlich das, was mitschwingen soll. Die Grundidee war der Lookademy, immer den Fokus wieder auf den Menschen zu richten. Und zwar egal in welcher Ausbildung, dass wir das möglichst viel über den Menschen erfahren werden kann, über ein Analysesystem und dadurch auch typgerechte Make-ups kreiert werden können, typgerechte Stylings, Verkaufsberatungen besser gemacht werden können. Einfach wieder um diesen Service-Charakter oder auch den Menschen, der dir gegenüber ist, wieder in den Fokus zu setzen. Wer sind dann deine Kunden? Das kann ich so gar nicht so genau speziell sagen, weil tatsächlich machen bei mir Ausbildungen Frauen, die sind Ärzte, in der Diabetesforschung, Richterin, Bankangestellte, aber natürlich auch Make-up-Artisten, Stylisten tatsächlich auch. Also es sind Frauen, die tatsächlich tiefes Wissen wollen über Stil, über den Ausdruck, über die Wirkung, was man mit Farben alles machen kann. Eigentlich jeder, der so ein bisschen mehr mit Menschen arbeiten möchte, auf diese Art und Weise. Okay, das ist wirklich eine sehr breite Branche, die du ansprichst. Gell? Ja. Wenn so eine Richterin kommt. Ja, deswegen so, wir hatten auch schon Marketing-Coachings und dann so, ja, wer ist deine Zielgruppe? Kann ich nicht sagen. Ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen. Der gemeinsame Nenner ist eigentlich immer Frauen, Frauen ja überwiegend, die einfach mehr mit anderen Menschen auf dieser Beauty, Fashion, aber auch Coaches oder sowas auf dieser Ebene arbeiten wollen. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast? Der beste Rat? Musste ich ein bisschen überlegen, aber tatsächlich von meiner lieben Partnerin, der Alex. Sie hat zu mir gesagt, die Wahrheit braucht die wenigste Energie. Und das ist auf so vieles zurückzumünzen, weil es natürlich für mich als Unternehmerin so ist, meine Wahrheit, ja, wenn ich mich nicht verstellen muss oder ähnliches, in der Kommunikation mit meinen Mitarbeiterinnen, in der Kommunikation nach außen zu potenziellen Kunden, wenn ich mich nicht verstellen muss, sondern mich ganz authentisch lebe, ist natürlich das, wo ich am wenigsten Energie brauche, aber auch natürlich du als Mensch. Ja, auch die, die wir beraten zum Beispiel. Auch das ist was, wo man sagt, sei einfach du. Wenn, da musst du dich nicht verstellen und wir helfen dir mit einem Color and Style Coaching natürlich, dass du sein kannst und dich nicht mehr verstellen musst. Wie ist das denn, weil du hast dich jetzt mit der Lookademy sehr auf online konzentriert. Das heißt, du gibst dann Online-Kurse oder hast auch ein Team wahrscheinlich auch um dich herum, die unterschiedliche Expertisen haben. Wie läuft das ab? Ich habe die Color and Style Coach Ausbildung. Das ist die
die sehr große Ausbildung. Die habe ich so aufgebaut, die geht 10 Wochen online. Mhm. Und da habe ich ganz viele. Ich habe einen Member-Bereich, habe alles aufgenommen. Das sind auf Videos und ein Workbook dazu. Also das geht alles Hand in Hand sozusagen. Man kann es selber unter der Woche für sich durcharbeiten. Mhm. Genau. Und dann gibt es jede Woche am Samstagvormittag ein Live-Webinar. Also man kann sagen Q&A, also ich sammle alle Fragen, beziehungsweise es gibt noch quasi eine zusätzliche WhatsApp-Betreuung in der Gruppe. Mhm. Die in kleinen Gruppen werden die mit Tutoren betreut. Die Tutoren geben mir dann immer weiter, was gibt es für Fragen, was muss nochmal behandelt werden. Genau, und dann gibt es quasi am Samstag immer diese Live-Webinare. Mhm. Und dann hat man die Möglichkeit, eben nochmal 4 Tage live dabei zu sein. Muss man aber nicht. Wie holst du deine ganzen Teilnehmer in den Kurs rein? Also welches Marketing drumherum baust du auf? Es ist ganz viel meine Art und Weise, dieses Thema rüberzubringen. Ich habe eine ganz andere Art und Weise. Bei mir geht es eigentlich nicht darum, die und die Kombination zeige ich dir jetzt an Farben oder Ähnliches. Klar, irgendwo immer. Aber mein Marketing ist auf der Gefühlsebene. Mhm. Für mich ist es wichtig, dir zu erzählen, wie fühlst du dich, nachdem du diesen Kurs gemacht hast. Ja, nachdem du, weil klar, es sind immer 2 Dinge. Du machst zwar eine Ausbildung, diese Ausbildung macht in erster Linie mal ganz viel mit dir. Und dann hast du deine Erfahrung gemacht mit diesem Wissen, kannst es festigen und dann gibst du das auch wiederum weiter. Ja. Also das Thema Motivation, Selbstbild vielleicht auch? Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen eben auch natürlich mit ihrem Körper ein Riesenthema haben. Es ist immer ein emotional behaftetes Thema. Mhm. Und so wie ich auch gehabt habe. Ja? Und ich erzähle meine Geschichte und was mir wichtig ist zu sagen, es gibt da ein Wissen, es gibt ein System, das dich, das dich besser in dieser Welt auch zurechtkommen lässt damit, ja? Weil wenn du nur darauf gepolt bist, dich an der Mode zu orientieren und du hast vielleicht eine Figurform, die nicht der Norm entspricht, wirst du immer ein schlechtes Gefühl haben, weil du nichts findest. Du bist als Color and Style Coach sozusagen die Brücke zwischen dem Mensch und der Mode. Mhm. Dass du ihnen sagen kannst, schau mal, du musst drauf gucken, dass deine Hosen den Schnitt haben, dass sie so und so haben. Und deswegen ist für mich mein Marketing immer die emotionale Ebene. Sagen. Ich glaube, das ist auch die eher jemanden trifft, als nur eine Farbenkombination. Oder? Ja, klar. Ich spiele auf Social Media auch Content, der informativ ist, klar, weil mein System ja auch ganz, ganz anders ist als das Übliche und so weiter, natürlich. Aber ich erzähle immer von meiner Erfahrung und das, was ich danach höre, warum sie den Kurs gebucht haben, ist, Farina, mit der Aussage, dass du mit deiner Family im Urlaub warst und dich nicht wohlgefühlt hast und es den ganzen Urlaub eigentlich versaut hat und du eigentlich dein Leben gar nicht wirklich genießen kannst, weil du ständig guckst, kann ich das jetzt so tragen, kann ich da mitkommen, muss ich da ein Bikini anziehen oder so und so. Da hast du mich getroffen. Da habe ich das Gefühl gehabt, nee, ich möchte das anders. Ich möchte mein Leben anders haben. Und das ist eben immer der Punkt. Deswegen ist es auch so die Frage, okay, wen spreche ich an? Natürlich ist es ein B2B-Kurs, aber meine Ansprache ist ganz oft B2C. Mhm. Ja, okay. Weil die dann zu einer Ausbildung kommen, damit die auch wieder Geld verdienen wollen. Deswegen ist es B2B. Aber eigentlich sprichst du ja jemanden an, der vielleicht auch ganz woanders arbeitet, aber dieses Thema interessant findet. Genau. Ja, okay, das heißt, was sie dann daraus machen und in welchem Bereich sie gehen und wie sie sich dann noch mal spezialisieren, ist das auch Teil dieser Ausbildung oder gibst du quasi den Start, wie man eine Aufmerksamkeit oder wie man eine Wahrnehmung kreiert gegenüber deiner nächsten Person und dann wie sieht, also
Lässt sie die dann alleine oder sind die noch länger begleitet? Also wenn die Ausbildung abgeschlossen ist, sind die Absolventen in meinem Team. Die werden auch in einem Verzeichnis aufgenommen, weil ich selbst quasi keine Beratungen mehr mache und ich empfehle quasi immer weiter. Nach Postleitzahlen, wer ist am nächsten und so weiter, empfehle ich weiter. Es gibt aber auch immer wieder Update-Meetings mit mir, wo ich sie auf den neuesten Stand bringe. Farbpässe, die quasi auch ein Teil von der von so einem Color-Coaching sind, können Sie auch bei mir beziehen. Ich lasse die anfertigen. Deswegen sind wir da immer in Kontakt. Ich bin sozusagen danach immer noch der Partner an der Seite, der Ihnen Material liefert für die Beratungen, Infos liefert und natürlich auch so mit Rat und Tat zur Seite stehen. Was ist Farbpass oder Colorpass? Wie hast du es eben gerade genannt? Color Guide. Genau. Was bedeutet das? Also wenn du jetzt ein Color Coaching oder eine Farbberatung buchst bei jemandem, von den Absolventen sozusagen, wird dein Farbtyp bestimmt und daraufhin wird ein Farbpass zusammengestellt. Der ist dann so groß und den bekommst du mit, dass du immer, wenn du dann einkaufen gehst, vergleichen kannst, ist es auch die Farbe, die ich brauche. Das finde ich cool. Ja. Das heißt, ich ziehe nicht eine Visitenkarte, sondern ich sage, zack, die Farben passen zu mir, die will ich. Genau. So, das kannst du dir ungefähr so vorstellen. Komm, das darf ich mal sagen. Ja. Das halte ich mal in die Kamera, weil das ist ja... Das habe ich also beim Shoppen, dann in meiner Handtasche. Wird hier eingeklebt. Der wird dann quasi für dich zusammengestellt. Kärtchen werden hier reingepackt. Ja, okay. So. So. Und Ich mach das mal. Genau. Cool. Und dann kannst du das Ganze vergleichen. Die sind nämlich handgemacht, ne? Die sind handgeklebt. Und bei mir ist wichtig gewesen hierbei, dass das Stoff ist. Weil wenn du das gedruckt hast, wie es die meisten machen, weißt du selber, ist eine Oberfläche, die du nicht vergleichen kannst. Dann ist sie glänzend, dann... Ja, genau. Und Stoff ist absorbierend. Ja. Okay, und dann mit diesem Farbfächer, ist ja eigentlich fast wie so ein Farbfächer, den man kennt aus dem Druckbereich, ne? So ein bisschen ähnlich, reduzierter natürlich, ne? Weil es wahrscheinlich jetzt auf eine Person... Genau. Und der stellt ja auch nur eine Richtung da. Also wenn man es jetzt anhält und es ist ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler oder so, die Farbe, dann passt es ja trotzdem, ne? Und dann kann ich so auch zum Beispiel sagen, ich mache jetzt hier zum Beispiel die Khaki-Hose mit, da passen ja fast alle so dazu. Ja, Laguna, Lagun oder Aqua. Schön, dass du es sagst, weil genau so ist es nämlich. Wenn du in deinem Farbtyp bleibst, dann passt auch alles zusammen in deinem Kleiderschrank. Aber schwarz fehlt hier, dann nehme ich eine marineblaue Schuhe noch dazu. Ja, schwarz ist tatsächlich so eine Farbe, die ja nicht für viele geeignet ist. Ja. Du hast aber jetzt viel schwarz an. Ja, aber ich habe auch noch was drüber. Ja, das ist fast die gleiche Farbton wie deine Lippen. Genau. Ja, finde ich aber super, super spannend, weil ich glaube... Das geht vielen so. Du gehst einkaufen, guckst, steht mir das, weiß ich noch nicht, wie kann ich das kombinieren? Deswegen kaufen ja auch die meisten neutrale Farben. Kannst du nichts verkehrt machen, aber kannst du auch nichts richtig gut machen. Ja. Weil neutrale Farben sind Kombinationsfarben, so jetzt wie das schwarze Basic-Kleid für mich, kann ich halt alles Mögliche drüber ziehen. Ja. Dann brauchst du auch eine gute Bräuninger Card. Ja. Dass du ein paar Prozente... Das macht auf jeden Fall Sinn. Okay, und das ist aber... Also in der Ausbildung wird es ja nur ein kleiner Teil, ne? Weil du ja sagtest, du erreichst deine Leute über die emotionale Basis. Das heißt, du baust wahrscheinlich dann auch, wie gehe ich auf die Menschen zu? Wie erkenne ich überhaupt einen Farbtyp? Weil das ist ja, ich glaube, das ist so doch das... Also, nur zu sagen, die Farben, die passen jetzt zu dir, also da hast du einen Fragekatalog oder wie machst du das? Das macht man mit Analysetüchern, die man auflegt. Und dann kannst du, weil Farben reflektieren ja. Und wenn dein Hautunterton die Reflexion der Farbe nicht aufnimmt, sondern er verändert sich, dein Hautunterton, dann ist die falsche Farbe.
wenn dein Hautton, deine Farbgebung sozusagen verstärkt wird durch diese Farbe und in deine eigene Farbgebung passt, dann ist es die richtige Farbe. Das muss man aber erstmal erlernen, das zu erkennen. Jawohl, genau. Deswegen macht man das in der Ausbildung. Ja, okay. Das ist aber auch tatsächlich der schwierigste Part, also dieser Analyse-Part. Es gibt ja, ist ja immer quasi eine Analyse, dann, also ein Ist-Zustand, den du feststellst. Und dann geht es quasi weiter mit, okay, wenn du das bist, dann brauchst du das und dann kannst du das und das und das tragen. Ja? Mhm. Aber das ist immer so, diese Analyse-Part ist sowohl, wenn es jetzt um die Farbgebung geht, aber auch natürlich um Körperformen und so weiter, ist es meistens der herausforderndste Teil, weil wir nicht alle in ein, also es ist ein sehr breites System, aber wir sind so verschieden, dass natürlich jetzt nicht jeder so ein Prototyp entspricht, sage ich jetzt mal. Und das ist dann auch alles online. Mhm. Und das finde ich halt cool, weil dann außer Präsenz ins Online heißt ja, du kannst trotzdem die gleichen Inhalte vermitteln, weil du hast Videos dazu, du hast dein Material, was sie dann wahrscheinlich vorher bekommen, das Workbook, was du erwähnt hast. Genau. Das heißt, du hast eine ganz andere Möglichkeit zu skalieren. Ja. Und dann beginnt es halt auch Spaß zu machen, weil du halt eben nicht die, das kann ja dann einfach laufen. Genau. Ja, du sagst es. Ich bin irgendwann mal an den Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, also so funktioniert das hier alles nicht. Ja. Es geht nicht. Dann müsste ich die Ausbildung doppelt so teuer machen, ja, wenn ich das immer quasi in Präsenz mache. Und ganz, ganz viele Menschen sagen zu mir, hey, das ist so cool, dass ich als Mama oder Vollzeitberuf das machen kann. Ich habe Frauen aus Luxemburg, aus der Schweiz, Österreich, überall in Deutschland verteilt und es ist natürlich richtig cool. Du hattest es vorhin in einem kurzen Vorgespräch mal erwähnt, du hast dir auch einen Investor geholt oder wie sagt man? Ist es ein Business Angel. Business Angel. Ja. Yeah. Und ist die Person eher still oder hilft die dir in manchen Bereichen mit? Wo sie mir ganz extrem viel hilft, ist natürlich alles, was die technische und die Designbasis ist sozusagen, weil darin bin ich nicht gut. Da hilft sie mir ganz extrem. Und aber auch sowas wie, hey, was würdest du in meiner Situation machen? Und das ist halt so schön, da auf jemanden wirklich zurückgreifen zu können, der weiß, wovon er spricht. Weil das ist auch was ich nie wieder tun werde. Ich frage nicht jemanden, der nicht weiß, was ich eigentlich mache oder der in einer ganz anderen Situation ist. Und darfst du einen Namen sagen, wer das ist? Ja. Wer ist das? die Alex, Frau Herz, besser bekannt als Frau Herz. Ja, genau. Okay. Die ist Anfang des Jahres bei mir eingestiegen. Und das hat sich schon enorm bemerkbar gemacht, natürlich überwiegend über meinen Außenauftritt. Weil, wie ist sie denn auf dich aufmerksam geworden? Oder hast du sie angefragt? Nee, das war so, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ich war damals 2019 in ihrem Podcast. Und wir haben über Farb- und Zielberatung gesprochen. Dann kam sie mit zwei Freundinnen noch und wir haben eine Farb- und Zielberatung bei ihr gemacht. Und es war für sie so lebensverändernd, diese Beratung, dass wir immer wieder in Kontakt geblieben sind. Und dann war es Anfang 2022 eben, wo sich das so ein bisschen rauskristallisiert hat, dass das mit der Lookademy und den zwei anderen Partnerinnen nicht mehr so weitergeht, habe ich mir ein 1-zu-1-Mentoring bei ihr sozusagen gebucht und bin zu ihr nach Dubai geflogen. Okay. Und dann hat sie gesagt, hey, okay, cool. Und dann hat sie gesagt, ich finde das so Hammer, was du machst. Eigentlich will ich dabei sein. Spannend, das heißt, du hast gar nicht wirklich nach jemandem gesucht, sondern du wolltest das eigenständig eigentlich aufbauen, aber dann kam spontan jemand um die Ecke. Ja, genau. Es ist eigentlich auch gut, ja. Ja. Ja, okay, und mit ihr hast du natürlich auch eine wahnsinnige Kompetenz am Start. Ja. So, weil bekannt ist sie ja, also ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört und ich folge sie auch schon länger. Yeah. So. Okay, aber das ist super spannend. Und was bedeutet das jetzt für dich persönlich?
für mich. Jetzt, wo sie jetzt eingestiegen, weil das ist jetzt ja relativ frisch. Dieses Jahr war das, oder? Ja, genau. Ja. Genau. Also wir haben jetzt fast alle technischen und designtechnischen Dinge abgeschlossen, die wir machen wollten. Fast ein bisschen was fehlt noch. Der Shop muss noch live geschalten werden und so weiter. Aber in Zukunft ist es schon auch so, dass wir sie mit ihren Business Mentoring und sie hat ja auch diesen Sichtbarmacher-Kurs, super Hand in Hand geht mit meiner Ausbildung. Weil jeder, der bei mir eine Ausbildung macht, möchte sich eigentlich danach selbstständig machen und passt dann gut zu ihr sozusagen. Also, ja, okay, das passt wie eine Faust aufs Auge, weil Sichtbarmacher-Kurs ist wahrscheinlich online sichtbar. Und bei dir, dann können die sich wenigstens auch zeigen in den richtigen Farben. Ja, ja, genau. Und man kriegt keinen Augenkrebs beim Zugucken der Videos. Es passt alles zusammen, weil es ist, ja, das bis ins kleinste Detail, ne? Also zum Beispiel, nur ganz kurz, wenn ich meine Website habe und Bilder von mir machen lasse, dann lasse ich die Bilder immer auch in Kontrast setzen mit, also zum Beispiel habe ich immer ein reines Weiß auf meiner Website, kein Creme oder sowas, weil das passt nicht und da setze ich auch meine Bilder nicht rein. Okay. Ja? Sind so Kleinigkeiten, die man dann natürlich wenn man Color and Style Coach ist, für sich, für seine Sichtbarkeit nochmal enorm einsetzen kann auch. Eigentlich ist es eine persönliche Corporate Identity. Ja, das, was genau. Man so für Mittelständler macht, ne? Dass man Farbkonzepte, Formen und Schriften festlegt. Genau. Das kann man halt eben auch dann auf eine Person. Absolut. Jetzt habe ich es verstanden. Nein, wirklich. Wirklich, es ist genau so. Und die kannst du auf alles dann überlegen. Also ja. Selbst bei der Wahl der Hintergründe, wenn du dich filmst dann zum Beispiel. Ja. Ja, cool. Ja, okay. Ja. Du hast vorhin so ein bisschen deine Vision angeteasert. Mhm. Was sind denn deine Visionen? Wo soll die Reise hingehen? Für mich an oberster Stelle und das ist auch das, was mich wirklich antreibt, ist, dass ich den Menschen zeigen möchte, dass es da was gibt, das ihnen hilft, ihre persönliche CI sozusagen kennenzulernen. Weil viele Menschen schauen im Außen nach Vorbildern oder Influencern, nach, was hat sie da an, ziehe ich das auch mal an. Ja? Was ich aber möchte und wo ich inspirieren möchte, ist, dass man wieder anfängt, nicht die Taschenlampe oder Spotlight immer ins Außen zu halten, sondern auf sich und zu gucken, was steckt denn eigentlich alles in mir, was möchte ich alles rausholen, was möchte ich alles zeigen von mir. Also das ist eine große, große Vision von mir, das möglichst vielen Menschen auf der Welt zu zeigen. Mhm. Das ist so, ich sage jetzt mal, die Basis. Die Lookademy möchte ich wirklich als das Institut, als das die Academy platzieren, die genau dieses Thema ganz modern unterrichtet, sozusagen, und in die Welt bringt. Weil jeder, der sich damit beschäftigt und das Ganze mal googelt, denkt sich, wir sind in den 90er Jahren stehen geblieben. Ja. Und ich möchte diejenige, oder die Lookademy soll die Academy sein, die genau das Thema cool, modern rüberbringt, vielen Menschen die Möglichkeit gibt, damit auch sich selbstständig zu machen und damit wiederum weiteren Menschen zu helfen. Konzentrierst du dich bei der Akquise, also dein Marketing, hauptsächlich auf Social Media oder auch auf andere, also sagen wir Facebook, Instagram, also Meta, oder bist du auch auf TikTok aktiv? Wie sieht das bei dir aus? Überwiegend Meta, Instagram, Facebook ist schon nicht mehr so dabei, muss ich echt sagen, funktioniert für mich auch nicht mehr so gut. Instagram funktioniert sehr gut. Und ich habe im Wow Club ein TikTok-Experiment gestartet. Mhm. Und wir haben 48 TikToks aufgenommen an einem Tag und haben die Step-by-Step über einen Monat sozusagen auf TikTok gepostet, haben auch knapp 5000 Follower da gewonnen, tatsächlich. Ich bin dann aber nicht mehr weiter, ehrlich gesagt, gegangen auf TikTok, weil es ist ein komisches Publikum, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss man irgendwie ist es da anders. Es läuft anders ab.
Okay, da musst du nochmal erklären, was der Bauclub ist, weil ich glaube, das wissen die Zuhörer jetzt. Das habe ich noch nichts gesagt. Da hast du noch gar nichts gesagt, weil der Bauclub ist das, was du jetzt neuerdings gegründet hast, letztes Jahr, ne, 2020. Vor drei Jahren. Genau, vor 3 Jahren. Genau, da habe ich eine künstliche Intelligenz trainiert, die Selfies auswertet und dann sozusagen die besten Farben vorschlägt. Das heißt, Bauclub ist quasi ein Programm oder eine KI, die du quasi der, wen verkaufst? Brands wie wer? Beauty-Brands zum Beispiel, wie Jack's Beauty Line, die das auch benutzen, um dem Kunden die richtige Make-up-Farbe zu zeigen, die richtigen Lippenstiftfarbe zu zeigen. Das kann die KI mit meinem Input im Hintergrund noch. Und ist das eine App dann oder wie funktioniert das? Nee, das ist ein Widget. Also wird quasi über iFrame bei der Brand eingesetzt, wenn man so sagen will. Und dann machen die einen Sign-up sozusagen. Das ist natürlich auch ein Lead-Magnet natürlich. Und dann bekommen die ihre persönliches Profil sozusagen und ihre persönliche Produktempfehlungen. Ach, spannend, okay. Das heißt, für ihr Typ, das heißt, müssen die ein Bild hochladen wahrscheinlich von sich und dann kriegst du quasi gesagt, die Farbe passt zu dir, die Kleidung vielleicht. Genau, wir haben jetzt auch ein Brand, die fangen jetzt gerade an mit ihrer eigenen Kollektion. Lisa und Lena von Everless, die haben auch die Ausbildung bei mir gemacht und die haben jetzt auch die Technologie auf ihrer Seite, weil sie halt stark beraten wollen auch bezüglich, weil das gibt es auch in Quizform, aber über Stil, Persönlichkeit, Body Shape und sowas, da wollen sie halt viel aufklären für nachhaltigeren Konsum. Also super umfangreich, ne? Ja, total. Ist mega umfangreich. Weil das ist jetzt auch was extrem Technisches, ne, muss man dazu sagen. Ne? Wenn so ein Widget muss ja programmiert werden und das ist ja nicht mal so eben gemacht. Davon habe ich gar keine Ahnung. Also das macht alles mein Bruder und wir haben noch einen CTO natürlich mit drin, die das alles Technische machen und ich gebe sozusagen das, was in meinem Kopf ist, mit drin, mit rein. Ja, und das, was du alles quasi erarbeitet hast von Farben, Menschentypen, Formen. Okay. Ja. Und muss man dann für diesen Sign-up was zahlen, wenn man, aber das ist White Labeling wahrscheinlich, oder? Das heißt, eine Brand kann dann sagen, ich will das gerne nutzen für mich, damit wir dann unsere Lippenstifte verkaufen können. Mhm. Also es hat ja mehrere Vorteile. Zum einen bekommst du natürlich, die Menschen kommen auf die Website, würden so vielleicht sich umschauen, wieder gehen. So machen sie den Test sozusagen, kriegen persönliche Empfehlungen. Du bekommst Name, E-Mail-Adresse und sogar ein Selfie als Brand. Was dann zur Folge hat, dass du natürlich, du weißt auf einmal, wie deine Kundin aussieht. Das ist natürlich für ein Beauty-Brand enorm gute Daten, weil du kannst ja in Zukunft dann über Newsletter wieder angehen mit Models, die aussehen wie deine Kundin. Was automatisch passiert, ist, weil so ist die Mode oft oder auch die Beauty-Brands, ja, sie werfen was auf den Markt und sagen, guck mal, das haben wir jetzt. Fress oder stirb, ne? Ist ja genau. Eigentlich, ne? Und wo ich eigentlich hin will, was ich eigentlich viel besser finden würde und ich glaube, was auch sehr viel nachhaltiger ist, ist, wenn wir dahin kommen, dass solche Brands gucken, was wird denn am meisten gefragt? Ja, wie sehen denn eigentlich die aus? Was ist so meine typische Kundin? Dann kann ich da dementsprechend natürlich auch anders produzieren. Ja, dass du sowas Technisches noch damit auf die Beine gestellt hast, das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Aber krass. Ja, aber es macht Sinn, weil das ist ja genau, es trifft ja auch genau dich, also mit deiner Expertise. Genau. Du hast also das nur einfach weitergeführt. Mhm. Das war ich habe das ja mit meinem Bruder anfangs gegründet und mein Bruder hat irgendwann gesagt, also wenn du mir aufgrund von einem Selfie schon so viel über einen Menschen sagen kannst, dann kann es eine künstliche Intelligenz auch. Und dann haben wir gestartet und ich habe 25.000 Bilder
kategorisiert und die KI trainiert. Darf ich nach meinem Alter fragen? Darf man das fragen? Ja, schon. Ich bin 34. Okay. Was würdest du den anderen jungen Menschen mit auf den Weg geben, die auch in die Selbstständigkeit gehen wollen? Also definitiv für mich wirklich an erster Stelle, hol dir einen Partner rein, der dich entweder mega gut ergänzt oder der schon da ist oder auf dem Weg dahin ist, wo du hin willst. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber für mich hat es extrem limitiert, diese Partnerschaft. Am Anfang, du dann... In der Lookademy. Ja, wo du dann die Trennung vollzogen hast. Ja, okay. Mach das, wo du wirklich, wirklich dafür brennst. Also das muss einfach... Die Motivation darf niemals Geld sein, weil das ist zu klein. Alles, was du durchmachen musst, durch all diese Täler, da reicht Geld nicht aus. Die Motivation, die Vision, die muss größer sein als Geld, definitiv. Also du musst irgendwie auf jeden Fall zumindest einen kleinen Teil der Welt verändern wollen damit. Das ist ein sehr guter Satz. Dass das größer sein muss, die Vision, als nur das Geld. Ja. Weil viele machen es aus dieser Absicht heraus. Mhm. Geld zu verdienen, mehr Geld zu verdienen. Ja. Toll, also, ja. Skalieren, klar, willst Geld verdienen, das ist alles. Ne? Aber du willst ja auch mehr Menschen erreichen. Das ist auch ein Teil davon. Und das machen, wo wirklich, wirklich dein Herz dran hängt, wo du eine Leichtigkeit spürst, wo du sagst, ja, boah, da habe ich so Lust drauf. Das will ich machen. Ich finde, heutzutage kannst du mit allem, was dir Spaß macht, irgendwie Geld verdienen. Und das ist ja das Schöne. Mhm. Gefühlt war das damals nach der Schule für mich nicht möglich, weil da musstest du in irgendeine strikte Schiene eine Ausbildung machen, dies, das. Und heutzutage ist ja so viel mehr möglich. Ja, so, ich glaube auch so ein Trend, der da ist, dass man eher raus aus gewissen Systemen geht und sich selbst verwirklicht. Ja. Ja. Wann hast du dich was hast du davor gemacht, bevor du dich selbstständig hast? Ich war auch schon selbstständig. Ich bin selbstständig, seit ich 23 bin. Ach, cool. 11 Jahre. Ja. Ja. Und als was? Ich habe eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht, danach zur Kosmetikerin, danach zum Make-up-Artist. Mhm. Und als Make-up-Artist habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ah, okay. Und dann quasi Fotoshootings, Filmdrehs und so begleitet. Genau. Ich habe viel tatsächlich schon für Jungdesigner auch gemacht, war da auch schon in der Mode eher unterwegs. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich weiß nichts über Menschen, ich weiß nichts über Farben. Ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt schminken soll. Ich habe es immer so, es war ein Gefühl hergemacht, fröhliches Rätselraten. Und dann bin ich nach London und habe die Ausbildung gemacht zur Farb- und Stilberaterin. Und so hat alles angefangen, was da jetzt noch so kam. Sind in deinem Kurs auch Tipps, wie man dann quasi auch Make-up macht? Es gibt den Color and Style Coach, was quasi Farb- und Stilberatung ist. Und es gibt den Make-up and Color Expert, die Visagistenausbildung, die ganz gezielt auf typgerechte Make-ups geht. Genau. Wie holst du dir deinen Ausgleich? Ich mache sehr viel Persönlichkeitsentwicklung noch nebenbei. Also ich habe auch so eine Coach-Ausbildung und sowas noch gemacht, quasi in meiner Freizeit, was mich super interessiert. Warum? Weil du wissen willst, wie du noch besser zu anderen kommunizierst oder einfach nur für dich? Ich habe für mich persönlich als Farina habe ich einen Wert ganz oben in meinem Leben und das ist meine persönliche Weiterentwicklung. Ich würde alles dafür tun, um mich selbst noch mehr, noch weiter zu entwickeln. Ja, das, was ich weiß, das, was ich bin, meine Fähigkeiten und so weiter. Und ich merke einfach, dass mich das in meiner Arbeit, in meinem Mindset, in der Kommunikation mit Partnern, mit Kunden und so weiter enorm, enorm weiterbringt. Weil eins habe ich die letzten Jahre festgestellt, es ist alles wirklich, oder was heißt alles, aber vieles von mir, von meiner Einstellung und von meiner Energie abhängig. Und da möchte ich natürlich wohin kommen, dass sich für mich sozusagen
dass es noch leichter wird. Sagen wir einfach mal so, dass es noch leichter wird. Ich meine, viele Sachen, die man in der Persönlichkeitsentwicklung auch lernt, kann man ja auch adaptieren auf gewisse Teilbereiche im Unternehmen. Genau. Sei es, wie man zu Menschen spricht, wie man sie abholt. Genau. Einfühlsam sein. So. Ja. Ja. Also bei mir in den Kursen ist auch immer ein Business-Teil und ein Mindset-Teil. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil das ist natürlich schon, wenn du eine Beraterin bist, dann hängt auch ganz stark ganz viel von dir und deiner Persönlichkeit ab, dass die Leute zu dir kommen. Ja, weil das ist ein Menschenbusiness. Ja. Und da muss man am Menschen arbeiten. Ja. Und auch mit dir und an sich selbst, ne? Ja, so ist es. Genau. Wenn du die Jahre zurückblickst und jetzt die Zeit zurückdrehen könntest, angenommen, es würde gehen, was würdest du anders machen? Ich würde, aber es war wahrscheinlich auch meine Entwicklung, aber ich war viel zu lang, viel zu wenig selbstbewusst für das, was ich kann, für das, was ich mache. Wenn ich das zurückdrehen würde, dann glaube ich, ich habe mich einfach viel zu oft versteckt. Weil dann hätte ich viel, viel mehr Chancen wahrnehmen können und hätte sie vielleicht auch eher wahrgenommen, ne, als Chance. Okay. Aber das ist auch ein Prozess, gell? Ja, deswegen, klar, es war ein Weg dahin, aber jetzt denke ich mir manchmal so, Mensch, Varina, damals, boah, da hättest du schon gleich, zack, die Chance beim Schopf packen müssen und los geht's. Aber guck mal, von Bürokauffrau zu dem, was du heute bist, das ist halt schon ein ganz anderes Feld, ein ganz anderes Level. Ja. Ja. Super spannend, Varina. Ja, danke. Da bin ich mal gespannt, wo die Reise bei dir hingeht, ja? Weil das ist auf jeden Fall eine ganz andere Art, wie man heute auch Business macht. Ne? Man geht ins Online, man versucht da Dinge zu automatisieren und muss Prozesse einführen, um am Ende dann etwas zu machen, was man skalieren kann und wo halt ja der Spaß trotzdem dabei ist. Ja, und das ja, voll. Also, das ist schön zu sehen, dass du auf einem guten, sehr guten Weg bist. Hey. Danke. Ja. Also es hat auch von meiner Seite viel Mut gebraucht, zu sagen, ich mache das Ganze jetzt aber anders. Ja. Ja, so wie es sich für mich gut anfühlt. Cool. Vielen Dank. Ja, danke dir. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr ja auch Fragen an unseren nächsten Hidden Champion, dann folgt unserem Instagram-Account @thehiddenchamp, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Also bis zum nächsten Mal, euer Johannes von Hidden Champion.